Stewart hat gesagt, im Park werden seit 2 Tagen weder Leute vermisst, noch irgendwelche Autos. Und woher kam das Licht? Er meint, das könnten Blitze gewesen sein, die von den Felsen reflektiert worden sind. Halten wir einfach rauf, nur um sicherzugehen, dass wirklich keiner da oben ist. Hey, was soll das? Ich will nur mal nachsehen, du Pappnase, mehr nicht. Vielleicht war es ein Motorradfahrer, den das Wetter überrascht hat. Aber angenommen, da hat sich einer verirrt und das Licht war ein Notsignal. Klar, und die Geräusche, die ich gehört habe, auch. Und als er dich gesehen hat, da hat er sich hinterm Busch versteckt. Vince, hilfst du mir mit dem Wagen? Klar, was ist denn? Ach, er springt schon wieder nicht an. Vielleicht ist die Zündung nass geworden. Also was denn nun? Bleibst du hier oder kommst du mit? 3-mal darfst du raten. Es gibt Leute, die müssen arbeiten. Die Futterkästen reparieren sich nicht von allein. So sind sie. An uns Frauen bleibt wieder alles hängen. Ich halte es nicht aus. Alles im Eimer. Womit habe ich das verdient? Ja, das Leben ist hart, aber dafür ungerecht. Das kannst du laut sagen. Und, läuft der Wagen wieder? Ich muss noch das Kabel hier auswechseln. Das ist eine elende Fummelarbeit. In den Film heute Abend werde ich es wohl nicht schaffen. Was für ein Film? Underground Sunshine läuft gerade. Hast du Lust, den zu sehen? Ach, Underground Sunshine. Nein, der läuft heute nicht. Im Programm steht er aber drin. Das war ein Druckfehler. Der läuft erst morgen an. Ich habe mich erkundigt. Sind die bescheuert? Das sind Vorstadtkinos Provinz. Fürchterlich. Hier ungefähr ist es doch gewesen, oder? Ja, gleich. Noch 3-4 Minuten. Rücken gerade. Die Hände zusammen und nimm die Zügel ein bisschen auf. Gut. Hi, Stewart. Hallo. Okay, Lisa, mach weiter so. Ich bin gleich wieder bei dir. Wen haben wir denn da? Haben Sie ein paar Anhalter aufgelesen? So ungefähr. Den bringe ich nach Thompson's Creek rauf. Ich setze ihn wieder im Park aus. Autounfall? Ja, er hat sich wieder erholt. Die anderen sind da nicht so gut dran. Die meisten sind fast verdurstet. Jake will sie für mich aufpäppeln. Ah, das angeblich noch nicht spruchreife Projekt. Ich verstehe nicht. Jake benimmt sich, als wolle er Parkranger werden. Haben Sie den Jungen auf dem Gewissen? Nein, andersrum wird ein Schuh draus. Ich habe das Gefühl, er luchst mir irgendwann den Job ab. Da kann ich Sie beruhigen. Das wechselt in Wochenfrist. Von Astronom, Biochemiker zu weiß der Kuckuck was. Ist er da? Ja, er erwartet Sie. Er ist auf seinem Zimmer. Na, dann gehe ich mal lieber hoch. Sonst schmeißt er mich raus. Hier habe ich's gehört. Ich habe die Mädchen losgeschickt und von da hinten kam das Geräusch. Wenn sich hier einer verirrt hat, ist er bestimmt längst weg. Aber wenn er verletzt ist und... Da, hörst du das? Das muss hier ganz in der Nähe sein. Komm mit. Führst du einen Privatclub oder darf hier jeder rein? Stu, hier, sieh dir das an. Was ist das? Deine Daten sind jetzt alle im Computer. Ah ja. Das ist die Karte vom Park. Eine Übersicht der aufgegriffenen Tiere und der wieder freigelassenen. Uhrzeit, Datum, körperlicher Zustand, ist alles drin. Oh Mann, das ist ja ein Haufen Arbeit gewesen. Unglaublich. Du kannst das regelmäßig aktualisieren. Reichen meine Computerkenntnisse denn? Dafür reichen die alle mal aus. Na, dann ist ja gut. Ach übrigens, ich wollte auf dein Angebot zurückkommen, ein paar Pflegefälle aufzunehmen, falls es dabei geblieben ist. Ja, hast du sie mit? Die stehen unten und machen sich hübsch. Willst du sie mal sehen? Na klar. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist ja echt abgefahren. Was soll denn das sein? Frag mich was Leichteres. Ist jedenfalls sehr merkwürdig. Ja. Also was immer das sein soll, da hat sich jemand ziemlich viel Mühe gegeben. Ein junges Possum mit einer Schnittwunde. Es müsste in ein paar Tagen soweit sein, dass wir es freilassen können. Na, mein Kleiner? Und dann Meister Blauzunge. So, er ist in ein Rohr geklettert und hat sich eingeklemmt, das Dummerchen. Der will viel zu trinken haben, der Schlawiner. Klar? Ja, alles klar. Und dieser Freund hier leidet auch an Austrocknung. Viel Flüssigkeit. Das war's. Ach so, ich habe hier einen Zettel. Da steht drauf, was sie fressen und zu welchen Zeiten. Wo willst du sie unterbringen? Ich stell sie in mein Zimmer. Und was sagt deine Mutter dazu? Das kriege ich schon auf die Reihe. Keine Sorge. Was? Und das habt ihr mitten im Busch gefunden? Ja, lauter Gebilde aus Schrott, vor allem alte Autoteile. Ist ja schräg. Wer macht denn sowas? Und warum?
Das ist unter Garantie ein mystisches Totem oder so. Ein was? Kennst du das nicht? Da werden Rituale vollzogen. Bei Vollmond und so. Wenn wir dich nicht hätten, Jake. Wow, da hat sich aber einer in Schale geworfen. Hey, 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 wo geht's denn hin? Naja, ist nicht weiter wild, nur in die Stadt. Ist Tori da? Ich will nicht zu spät kommen. Die erste Szene soll so unglaublich gut gemacht sein. Und was seht ihr euch an? Ach, nur so ein Filmchen. Wie heißt denn der? Ach ja, wie heißt denn der? Ist mir entfallen. Ist ja auch völlig egal. Ist eh ein Film wie jeder andere. Underground Sunshine. Den wollte ich mir schon seit Ewigkeiten ansehen. Ah ja, das ist ja ein Ding. Und ich dachte, der läuft erst morgen an. Ja, weißt du, ich hab da angerufen. War schon wieder ein Druckfehler. Und die Leute sind so bescheuert, man glaubt's nicht. Okay, ich verschwinde. Kommt ihr zwei jetzt mit oder nicht? Ja, von mir aus kann's losgehen. Ich bring uns auf dem Rückweg was zu essen mit. Jake, was ist denn das für eine Schweinerei? Tja, wenn ich dir das in drei Worten erklären könnte, ja, würde ich... Ja, schon gut. Das kannst du mir heute Abend erzählen. Vergnügt euch schön. Und viel Spaß im Kino. Sag mal, ist da irgendwas am Laufen oder was? Sieht ganz so aus. Jake, was ist denn das für eine Schweinerei? So, Dicker, hau rein. Das ist lecker. Ah, du hast neue Freunde gefunden. Woher weißt du, was die so fressen? Nicht, dass du sie noch umbringst. Stu hat mir alles aufgeschrieben. Was genau kriegt der da? Der steht auf Essensreste und Beeren. Weiß Tori von deinem Zoo? Noch nicht. Wenn du tote Insekten finden solltest, hebst du sie für mich auf? Ich schwöre dir, wenn mir tote Fliegen begegnen, dann schicke ich sie zu dir. Ja, hau rein. Du bist ein echter Kinofan, was? Ja, stimmt. Zu Hause gehe ich mehrmals in der Woche. Kino ist eine meiner beiden Leidenschaften. Ja, was ist die zweite? Na, tanzen natürlich. Echt? Und nach was für Musik? Ach, das ist ganz verschieden. Hip-Hop, Rock, Techno. Techno finde ich allerdings manchmal ein bisschen langweilig. Habt ihr gute Clubs in Berlin? Ja, die sind klasse. Und viele. Wenn du mal nach Berlin kommst, zeige ich dir ein paar. Da kannst du ein Jahr lang jede Woche in einen anderen Club gehen. Das gibt's nicht. Doch, bei uns schon. In Berlin kann man super tanzen gehen. Ach echt? Na, dann nichts wie hin. Hey, sowas Exklusives habt ihr in Berlin nicht. Surfclub Beach Party. Die machen eine Party im Surfclub? Ja. Und wenn du mich fragst, darf man die sich auf keinen Fall entgehen lassen. Echt? Na, dann nichts wie hin. Danke, Mann.